Ja, hallo, darf ich vorstellen, Karton, Leute, die einen Karton ausgepackt haben wollen, Leute, die einen Karton ausgepackt haben wollen, Karton. Und herzlich willkommen zu DVD und Blu-ray Update für das Jahr 2015. Nummer, ich glaube, 5 ist es. 5. 5 an der Zahl. Eine ganze Handvoll Updates. Jetzt schon im Jahr 2015 und der Februar hat noch nicht mal angefangen. Ich weiß, ich muss mich ein wenig zügeln, aber das habe ich mir schon vor langer, langer Zeit bestellt und ich habe eigentlich darauf gewartet, bis Hermann, die Videohütte, sein Update, was er jetzt gerade gedreht hat, beziehungsweise hochgeladen hat, auch ja, gedreht und hochgeladen hat. Toll, dass ich Sätze so wunderbar formen kann. Ich bin ein lyrisch begeisterter Mensch, der dieses auch immer wieder gerne vor laufender Kamera präsentiert. So, wenn ihr wissen wollt, was in dem Paket drin ist und keinen Bock auf dieses Unpacking habt, klickt einfach hier oben rauf, da. Ihr seht das Avatarbild von der Videohütte von dem Hermann. Ja, schaltet hier einfach aus und guckt da weiter. Okay, ihr scheint noch da zu sein, deswegen scheint es so, zumindest mir, dass euch dieses Unpacking von, ach ja, ich habe das Paket gerade weggenommen, Zoom, von mir, jetzt ist es wieder, interessiert. Ach so, warum habe ich das gerade weggenommen? Ich weiß es nicht. Zumindest tue ich das Paket wieder hier hin und ich habe mein Skalpell ein wenig geputzt. Man sieht es kaum, aber ich habe es wirklich geputzt. Ich hätte vielleicht Feuerzeugbenzin nehmen sollen, aber ja, ich habe nur Wasser und das Saugwunder von Aldi genommen. Und ihr seht's, es klebt noch ein bisschen. Voll Magic. Guck mal hier, wie Magic das ist. Geil, ne? Ja, Zaubertrick ist beendet und ich werde mal versuchen, dieses wunderbar eingepackte und auch, ich glaube, von der Post wunderbar behandelte Paket auszupacken. Ja, guck mal, wo ich anfange. Hier mal. Ich ritz einfach mal hier rein und habe gar nichts erreicht. Also nochmal. Mal hier so ein bisschen. Also, wie ich schon gesagt habe, immer wenn hier die Hand ist, die fixierende Hand, immer so festhalten und langziehen. Langziehen. Nicht von der Hand weg. Das machen nur Weicheier. Das mache ich ja jetzt nicht. Ich habe wirklich gar nichts erreicht. Gott, ist das alles hier. Das ist wirklich so ein übelstes Paketband, welches mir hier aufgebürdet wurde von einer Privatperson. Ich wusste nicht, wie ich das Update sonst nennen sollte. Außer DVD und Blu-ray Update 2015 Nummer 5 Privatperson. Ich habe natürlich hier die Namen geschwärzt, einmal den Namen des Absenders und auch meinen Namen, weil es euch nämlich ein Scheißdreck angeht. Es geht euch wirklich ein Scheißdreck an, wie ich im wahren Leben heiße und auch wo ich im wahren Leben wohne. Genauso geht es euch ein Scheißdreck an, wie der Mensch heißt, der mir das geschickt hat. Ich verrate ja nicht zu viel, wenn ich sage: Besten Dank, Ralf. Es war wirklich ein wunderschönes Erlebnis, mit dir diesen Handel abzuschließen. Genau. Wenn ihr Videohütte noch nicht kennt, klickt hier oben rauf. Da geht's zur Videohütte. Ein relativ unbekannter YouTuber, den ihr aber unbedingt abonnieren müsst. Er ist halt, ich sage mal, der Ahab durch seinen Bart, von YouTube asozial, ganz sympathisch, allein schon, weil er einen Bart hat. Und was wollte ich sagen? Genau, in der, ich mache jetzt mal hier weiter auf, ne? Man soll ja eins zu Ende bringen und dann zum nächsten kommen. Ich kann auch vielleicht beides, weil ich probiere mal Multitasking. Genau, der Hermann hat in der WhatsApp-Gruppe geschrieben,
diese Edition, die jetzt hier drin ist, ist gerade zu einem günstigen Preis zu bekommen. Er hat für die Edition mehr bezahlt und will die jemand haben. Ich glaube, es ging primär um Marlo, weil Marlo sich da mal in der WhatsApp-Gruppe für interessiert hat. Marlo hat aber gesagt, nee, will ich nicht, ist zu teuer, interessiert mich jetzt irgendwie auch nicht mehr so großartig. Und ich dachte mir, Mensch, du willst mal in das Universum, das Herms Universe eindringen. Du willst mal in Hermann, nee, nicht in Hermann eindringen, Entschuldigung, in Hermanns Gedankenwelt eindringen. Wie ist er zur Videohütte geworden? Was bedeutet es, die Videohütte zu sein? Und warum fühlt dieser Mensch sich so wohl? Damn, ich wollte mich auch wohlfühlen und dachte mir, okay, dringst du mal ins gedankliche und cineastische Universum der Videohütte ein und bestellst du dir das mal. Weil der Hermann hat nämlich diese Edition, die hier drin ist, Volume 2, mal vorgestellt. Da war zuerst so ein, ich hab's nicht verstanden, da war so ein Pappschuber und in dem Pappschuber war ein Film. Und ich habe mir, wer bestellt sich denn einen Pappschuber mit einem Film drin? Aber dann ist mir aufgefallen, diese Kollektion kann man sammeln. Es kommt zuerst der Schuber raus mit einem Film und dann kommt der nächste Film und der nächste Film und der nächste Film. Und dann ist die Edition irgendwann komplettiert und du kannst es dir, okay, kannst du vorher auch schon, aber wunderschön ins Regal stellen. Und ich dachte mir, okay, du hast gerade das Geld übrig, du hast da Bock drauf. Du kaufst dir eh dem Hermann alles nach, weil du keine eigenen Gedanken fassen kannst. Bier. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich da wirklich Bock drauf habe. Und hier ist auch schon der Inhalt des Pakets sehr schön eingepackt. Hier kann man auch sehen, was was sind denn hier? Für Tippkicker. Kein Plan, was das ist. Irgendeine, ich will es jetzt auch nicht in die Kamera halten, doch eigentlich schon. Also ich meine, mir könnte das ja irgendwer geschickt haben, der auch in der Stadt wohnt. Ich habe ja keinen Namen genannt. Extra am Samstag. Wohin am Wochenende? Ja, wohin gehe ich denn da? Spannungsgeladen und schonungslos. Klingt interessant. Mhm. Ja. So, ne? Es ist ja, immer klebt mir was an der Hand. Es ist ja nur Polstermaterial. Hier auch kann man sich ein schönes Fahrrad kaufen. Ist das überhaupt ein Fahrrad? Was ist das denn? Ich sehe das gerade nicht so gut. Ach, das sind zwei Fahrräder übereinander. Ich dachte, das wäre so ein, hier hinten sind zwei Räder, also und vorne sind auch welche. Und hier ist so ein Gestänge, was die beiden Fahrradteile miteinander verbindet. Und man könnte sich hier vielleicht irgendwie sowas raufmachen mit so einer Elektrik und dann fährt man so geil durch die Gegend und heizt alles um. Vielleicht reichen die Wege auch nicht. War nur mein Gedankengang. Ist wahrscheinlich alles falsch. So, ich mache den Karton mal weg. Weil der eigentliche... ist hier noch irgendwas? Ach, guck mal, hier ist noch ein Kreuzworträtsel. Wir machen mal zusammen Kreuzworträtsel. Ich habe ja wieder Zeit mitgebracht. So, was steht denn hier? Erdzeitalter. Weiß ich nicht. Vielleicht Jura? Nee, Jura passt nicht. Radrennstrecke. Ja, die Nase betreffend. Nasal. Kennzeichen. Ach, leck mich doch. Wir wollen jetzt ja keine Kreuzworträtsel machen, sondern es geht hier um Ditte hier. Wunderschön in dieser Knibbel-Popfolie verpackt, die man in dem Fall sehr schlecht poppen kann. Es geht um die Grindhouse Collection Number One. Lust, Grauen, Ekel. Grindhouse Collection Nummer 1. Der Hermann hat es ja auch schon vorgestellt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr hier raufklicken. Der Hermann erzählt auch gute Witze bei seinem Update. Und ich mache einfach mal weiter. Ihr seht hier. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filme. Einmal Astro Zombies, den Hermann auch schon kennt. Den einzigen in der Kollektion. Ich kenne auch gar keinen. Entschuldigung. Der Schlechter, die Bestien, Frauen hinter Zuchthausmauern, Sexualrausch, ist gar nicht Englisch, was heißt das? Drakapa?
Drakapa, das Monster mit der Krallenhand. Laila, Vampir der Lust. Ich, die Nonne und die Schweinehunde und das Haus der verlorenen Mädchen. Goody, ich weiß gar nicht, wo es anfängt. Ist das hier irgendwie nummeriert? Hier. Da fängt es komischerweise mit 1 an. Ich hätte es andersrum reingemacht. Ich hätte hier die 1 reingemacht und da die 8. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fange trotzdem mal mit der Nummer 1 an. Man hat hier noch ein bisschen Zeit, ich habe noch ein bisschen Bier und dann lassen wir uns das einfach mal gut gehen, würde ich sagen. Ne? Daumen hoch, wenn ihr euch das bei meinem Video gut gehen lässt. Daumen hoch, wenn ihr Hermanns Video auch schon gesehen habt. Daumen hoch, wenn ihr die Videohütte jetzt abonniert habt. Die Videohütte ist wirklich geil. Und ich weiß nicht, eventuell, ich denke mal ganz sicher, wird er auch von einem der Filme eine Review drehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber erstmal ist es, ich habe schon wieder vergessen, in seinem VHS-Update hat er auch gesagt, dass er sondern eine Review dreht von, weiß ich nicht. Guckt auf jeden Fall mal auf Hermanns Kanal, dann werdet ihr auch wissen, was die neueste Review ist. Okay, kommen wir zu dem Film, den Hermann kennt. Es ist Astro Zombies. Zuckende Körper, bestialisch gefoltert. Ungekürzt und garantiert unzensiert. Wunderbar, sieht schon, ich muss lachen, sieht schon sehr geil aus. Ich habe da wirklich Bock drauf. Also Hermann freut sich wirklich über seine Edition, als gäbe es keinen Morgen. Finde ich auch gut. Für mich ist das Neuland. Also ich habe noch nicht so viel Grindhouse gesehen, aber ich bin gerne dazu bereit, weil ich jetzt ja auch die Edition gekauft habe, dieses nachzuholen. Wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, ne? Der wahnsinnige Wissenschaftler DeMarco, da fängt es ja schon mal irgendwie an, gut zu werden. So, hier ist die DVD drin. Ansonsten ja, ist da nicht viel. Produkt Nummer 1 lege ich mal genau dahin. Dann muss ich ja da reingreifen. Produkt Nummer 2 ist die Bestien. War das nicht noch was anderes? Die Schlechter, die Bestien. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das zwei Filme sind oder was weiß ich. Was steht denn hier? Double Feature. Ach ja, jetzt verstehe ich's. Ein Double Feature, wie es schlimmer nicht sein konnte. Die Bestien, der Schlechter. Sein Hass gilt allen Frauen. Gott. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich. Ihr könnt ja mal gucken, worum es in die Bestien geht. Und worum es in die Schlechter geht. Ein Transvestit sorgt für uncharmante Gefühle unter den Bewohnerinnen einer Kleinstadt. Denn seit er auf Beutezug ist, sind die Parks nicht mehr sicher. Getarnt in Frauenkleidern sucht er sich wahllos seine Opfer aus und jagt sie wie Freiwild. Officer Ed, Haskell und Bob Streaker werden auf den Fall eingesetzt und mit jedem Mord kommen sie dem irren Killer immer näher. Dieser Bastard von einem Film verdient das Prädikat besonders sleazevoll in jeder Minute und die deutsche Synchronisation setzt dem Wahnsinn noch einen drauf. Okay, darauf habe ich richtig Bock. Ich weiß gar nicht, wenn ihr die Grindhouse Collection kennt, sollte ich das besser von Film Nummer 1 bis Film Nummer 8 gucken oder ist das scheißegal, was ich gucke? Also der Film, muss ich sagen, ist von der Beschreibung hier zumindest der Schlechter ziemlich top. Ich guck mal, worum es in die Bestien geht. New York, 1978. Ein Blitzschlag sorgt für totale Dunkelheit. Officer Dan Evans patrouilliert auf der Straße, als ein Transport von schwerkriminellen Psychopathen verunglückt und damit den Weg in den Wahnsinn ebnet. Im Schutz der schwarzen Nacht dringen sie in die Hochhäuser ein, beziehungsweise in ein Hochhaus ein und starten ihren sadistischen Streifzug durch die Etagen und jeder Bewohner wird zum Ziel der Bestien. Okay, ich finde, die Schlechter klingt interessanter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann komme ich mal zum nächsten Film. Es ist hier Nummer 3 mit dem Titel Frauen hinter Zuchthausgittern. Und da kann ich mich auch gut dran erinnern, hat Hermann auch rausgeholt. Hermann hat ihn rausgeholt und etwas drüber gesagt, weil Pam, ich wollte schon Black Beauty sagen, tut mir leid, es soll nicht rassistisch sein, aber Pam Grier ist eine wunderschöne farbige Frau, wie ich finde, mit zwei guten Argumenten, ihre Filme zu schauen. Eloquenz und Zielstrebigkeit. Also, sie lieben, sie hassen, sie töten. Frauen hinter Zuchthausmauern. Okay, ich will das nicht jeden Film vorlesen, könnt ihr ja mal selber machen, aber Pam Grier macht da mit, es machen auch noch andere Frauen mit, ne?
Blaxploitation-Star Pam Grier als sadistische Wärterin in einem Knast verlorener Frauen. Ah, Exzesse im Frauenknast, wie sie sie noch nie sahen. Auch interessant. Und was ich sehr schön finde, sind die Cover. Sieht doch wirklich, steht wirklich, sie lieben, sie hassen, sie töten. Ach, töten. Ha, ich dachte Tüten. Sie lieben, sie hassen die Tüten. Hier ist noch ein kleines Heftchen mit drin. Ja, steht da was drin. So. So, Film Nummer 4. Aber erstmal ein Schluck Bier. Es reimt sich. Und alles, was sich reimt, ist richtig und gut. Also, kauft euch Schlosspilz, wenn ihr in der Nähe Netto habt. Schmeckt wirklich hervorragend. Also, seltsamerweise eins meiner Lieblings-Biersorten. Sexualrausch, auch schön. Mit Sexploitation-Ikone Uschi Digard. Oder Dijar? Uschi Dijar hört sich auch doof an. Uschi Digard. Ja, für mich ist das eine Uschi Digard. Wahrscheinlich die hier. Ich kann mich auch irren. Auch ein sehr schönes Cover, wie ich finde. Recht trashig, recht gut gehalten. Und ich habe es ja schon bei Straße der Verdammnis gesagt, den ich auch leider immer noch nicht geguckt habe. Ihr seht ja, was ich mir alles ins Haus hole. Irgendwie kommt man mit dem Gucken auch gar nicht mehr hinterher. Aber, naja, ihr wisst ja, wie es ist. Ist der Titel Sexualrausch auch wieder so geil geschrieben. Und das ganze Cover fixt mich auch schon irgendwie an. Obwohl die beiden, Entschuldigung, Zeichnungen auch gar nicht so richtig zusammenpassen, weil das hier ist eher so, ja, ich kenne jetzt keinen Künstler, der so zeichnet, das ist eher so dieses, ich male mal was irgendwie in meinem Sketchbook, ne? Und das hier ist doch eher ein wenig 50er mäßig gehalten, so 50er Bikini und Bademode, aber worum geht's im Sexualrausch, also in dem Film jetzt? Alljährlich lädt Onkel zum Aus- und... Was? Alljährlich lädt Onkel zu ausufernden Sexpartys. Seine Jünger veranstalten die obskursten Spielchen, um aus der Spielzeugkiste ihre Belohnung abzugreifen. Doch jetzt ist alles anders. Ein Wesen aus einer Ferngalaxie hat seinen Platz eingenommen und die Spielchen geraten außer Kontrolle. Geil, geil. Und meinte Hermann da nicht, dass da irgendwie Boobs from Outer Space heißt oder irgendwie so ein Kram? Ich weiß es gar nicht. Wäre zumindest möglich. Schön, das ist der Film Nummer 4. Film Nummer 5 heißt Dracapa, das Monster mit der Krallenhand. Und da reißt sich irgendwie so ein Untoter den Kopf ab. Top. Ist auch wieder geil. Nach 40 Jahren ist das Monster zurück. Subkultur Entertainment präsentiert die deutsche DVD-Premiere des Grindhouse-Klassikers erstmals wieder mit der originalen Kinosynchronisation. Auch schön. Ich frage mich auch, wer synchronisiert die ganzen Teile denn über? Ich meine, da muss es ja einen Markt für geben. Erstens muss ja der Bedarf bestehen. Zweitens muss ja das Geld für vorhanden sein. Und drittens das Geld für Synchronsprecher ausgegeben werden. Weil wenn es viertens keine Amateur-Synchronsprecher sind, muss ja wiederum fünftens, was Punkt 3 ist, ne, der hier Punkt 3, Geld ausgegeben werden. Ihr wisst, was ich meine. Der wahnsinnige Wissenschaftler Dr. Lorca experimentiert mit Kopftransplantationen an lebenden Körpern. Ach, ist das alles geil. Ist das alles geil. Ich weiß gar nicht, ob bei DVD 1 mir so ein Heftchen fehlt. Aber wenn ja, kann ich es verschmerzen. Ist das nicht geil. Laila, Vampir der Lust. Okay, vom Cover her würde ich nicht drauf schließen, dass es sich um Laila, Vampir der Lust handelt. Aber mal gucken, ja, wo es rumgeht. Hippies, Sex und Drogen. Willkommen in der Welt von Lila. Lila? Hier heißt sie doch Laila. Aber da steht Lila. Ne? Was jetzt? Lila oder Laila? Eine Stripperin, die ihre Freier nach Freitagabend, nee, Feierabend in die dunkle Nacht entführt und der Lust auf Sex folgt. Sie ist süchtig. Süchtig nach Sex und LSD. Entschuldigung. Ah, ist das lustig. Ihre perfekte Welt ist die Kombination beider Laster. Doch sie trägt ein sadistisches Geheimnis in sich, welches nur ihre Liebhaber kennen. Doch die können nichts mehr verraten. Oh, geil. Laila, die Stripperin, ist süchtig nach Sex und LSD. Top.
Ich freue mich echt drauf. Danke, Hermann. Danke, Hermann, dass du mir dieses, ich sage mal, allein schon durch das Unpacking wunderbare Gefühl gegeben hast, wirklich geile, trashige und auch tolle Filme in der Hand zu haben. Eventuell wird das wirklich eine neue Leidenschaft von mir. Eventuell hast du mich angefixt. Ich weiß es ja nicht. Aber ich weiß, wer mich doch angefixt hat. Schlosspilz. Ein Pilz vom Schloss. Ah, was haben wir hier? Ich, die Nonne und die Schweinehunde. Ich denke mal, das ist die Nonne und das sind die Schweinehunde. Ja, er sieht wirklich wie ein Schweinehund aus. Ja, er hat wahrscheinlich auch faustdick in den Ohren, aber das hier ist die joviale Drecksau unter den Schweinehunden. Ein sehr langer Titel, ich lese nur mal den ersten Satz. Schwester Maria, eine junge Nonne, ist die Betreuerin einer Gruppe Mädchen, die in Haft sitzen. Sie setzt sich dafür ein, dass die Mädchen tagsüber im Kloster arbeiten dürfen. Die Mädchen stehen... ich weiß es nicht. Aber im Grunde, jetzt von den ersten Sätzen, klingt der noch nicht so interessant für mich. Aber ich, die Nonne und die Schweinehunde wird trotzdem irgendwann in meinem Player landen. Und... Oh, das sieht schön aus. Das Haus der verlorenen Mädchen. Er sieht schon recht krank aus. Das sind wahrscheinlich die verlorenen Mädchen und er hat sicherlich ein Haus. Würde ich mal so sagen. Gut, gucken wir mal. XXX-Fassung. Ist das ein Porno? Hermann hat ja auch irgendwas von Sexploitation gesagt. Dass die meisten Filme Sexploitation-Filme sind. Und... Ja, hört sich auch interessant an, ne? Wenn es die XXX-Fassung ist. Auf der Suche nach Arbeit verschlägt es das junge Ehepaar Peter und Mary Davis in die dunkelsten Ecken Londons. Geldmangel zwingt sie dazu, sich in einem heruntergekommenen Hotel einzuquartieren. Betrieben von einem Ex-Showgirl Lila Lash. Lila Lash? Lila und Layla? Haben die was miteinander zu tun? Man weiß es nicht. Und ihrem degenerierten Sohn Olaf. Da muss der Sohn ja Olaf Lash heißen. Lila Lash und ihr Sohn Olaf. Lila und Olaf Lash. Top. Das Ehepaar ahnt nicht, dass der Dachboden des Hotels ein Bordell ist, in dem die Mädchen mehrmals täglich von zahlreichen Freiern bestialisch vergewaltigt werden. Als Peter einen Job bekommt, wer ist Peter? Ach ja, von dem Paar. Als Peter einen Job bekommt, der ihn kurzfristig nach Paris ruft, ist die hübsche Mary allein im Hotel und das Ziel von Lila und Olaf Lash, die schon auf sie warten. Entschuldigung, es ist ein ernstes Thema. Zwangsprostitution in einem Dachboden eines Hotels ist nicht zum Lachen. Wirklich nicht. Lila und Olaf Lash. Ist das Olaf? Es scheint Olaf zu sein. Aber das war's auch schon. Ne? Also, das Haus der verlorenen Mädchen. Ich, die Nonne und die Schweinehunde. Ach, jetzt sortiere ich das auch wieder falsch ein. Ich wollte das doch so rum machen. So und so. Dann noch Laila, Vampir der Lust, die glaube ich nichts mit der Lila zu tun hat, die wiederum den Sohn Olaf geboren hat und jetzt mit ihm degenerierte Puffspielchen im Dachboden eines Hotels treibt. Dann Dracapa, das Monster mit der Krallenhand. Ein Film, auf den ich mich wirklich freue, Sexualrausch. Pam Grier. Frauen hinter Zuchthausmauern. Auch sicherlich sehr interessant. Dann das Double Feature, die Bestien und der Schlechter. Wo der Schlechter doch interessanter klingt als die Bestien. Aber in welchem Fall ist es nicht so, dass der Schlechter interessanter als die Bestien sind. Und dann auch Astrozombies. Bestialisch gefoltert. Also zuckende Körper, bestialisch gefoltert. Und da Hermann den kennt und da ich natürlich auch mit Hermann gerne über Filme rede, die wir zusammen geguckt haben, was in den wenigsten Fällen vorkommt, weil Hermann sagt immer, kennst du den Film? Und ich sag nö, weil Hermann kennt, glaube ich, auf dieser Erde jeden Film. Jeden Film. Ihr könnt ihn fragen und Hermann kennt den. Und ich glaube, ich gucke den mal an, weil das Cover interessiert mich auch sehr. Es sieht sehr schön aus. Wenn die Aliens wirklich so aussehen, habe ich gewonnen, weil das treibt das Amüsement richtig nach vorne.
Richtig so, bam. Okay, das war's. Heute habe ich nicht viel, was ich so präsentieren kann. Ich mach mal, wie mache ich denn? Was ist denn das Uberla? Fällt's wieder raus. Mein Gott, was bin ich für ein Trottel. Natürlich ist es hinten offen. Ich glaube, ich mach mal. Was mache ich denn? Ich mach mal. Ich trinke erstmal noch einen Schluck. Ich mach mal, glaube ich, so oder ist so rum besser fürs Thumbnail? Ich finde es so ganz schön. Dann zoome ich nochmal. Und das wird dann mein Thumbnail sein. Ich hoffe, dieses Update hat euch gefallen. Wenn nicht, hattet ihr ein paar Mal die Chance, Hermann anzuklicken. Der war ja immer da oben. Jetzt nicht da oben hinklicken. Jetzt ist er nicht da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Update hat euch gefallen. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil alleine die Rückentexte waren ja wirklich ein Klassiker. Also es waren wirklich ein paar Schmankerl dabei. Wie gesagt, schönen Tag noch. Abonniert die YouTube-Asis, die da wären, Marlo, die verkokste Movie-Schelle, Mike mit seiner fickenden Film-Reviews, Hermann, die brennende Videohütte, Goldfinger mit seinem goldenen Finger und mich. Aber wenn ihr das seht, habt ihr mich ja wahrscheinlich schon abonniert, deswegen alles super. Abonniert die anderen auch. YouTube asozial for the win. Ich bin draußen. FloTube Ende.